In 2 Tagen ist hier alles weg. Da sind alle 2 Millionen Tulpen abgeerntet. Da kommt aber gleich Nachschub. 9-mal wird in der Saison geerntet. Wir blicken heute hinter die Kulissen der XXL-Produktion bei Degenhardt in Neuss mit Tulpenbauer Christoph. Und wie viele Tulpen sind hier drin? In einer Kiste sind ca. 30.000 drin. Wir brauchen am Tag 3,5, 4 Kisten. Also wir machen so um die 100.000 Tulpen jeden Tag. Erster Schritt, die Zwiebeln in Kästen pflanzen und dabei die Eulen aussortieren. Zweite Station, Keimen im kalten Lager. Nächster Schritt, ab ins warme Gewächshaus. Immer wieder schaut Christoph nach dem Rechten. 3 bis 4 Wochen gedeihen die Tulpen im Gewächshaus, dann können sie geerntet werden. Ich schaue immer, ob hier noch wirklich genug Wasser drin ist. Ja, weil der Wasserautomat kann sich auch mal täuschen oder manchmal verdunsten die mehr. Dann muss man noch mal extra Wasser geben. Ja, und ansonsten kontrolliere ich, ob die Tulpen nicht schwitzen. Und dann? Und dann? Dann gehen sie leider kaputt, wenn sie schwitzen. Das kommt immer vor, wenn die Tulpe von unten mehr Wasser ansaugt, als sie oben verdunsten kann. Wenn man eine hohe Luftfeuchtigkeit hat zum Beispiel. Oder bei diesem trüben Wetter, das wir leider seit Wochen haben. Da müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir hier die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus nicht zu hoch ansteigen lassen. Sonst gibt es wirklich Ausfälle durch Schwitzen. Das kann man auch nicht reparieren. Um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, braucht er viel Strom. Wie er den erzeugt, zeigt er uns gleich. Wie ist das mit Pflanzenschutzmitteln und sowas? Da haben wir mit unserer Kultur das große Glück, dass die Tulpen so schnell wachsen, dass Krankheiten und Schädlinge keine Chance haben. Also bevor die Tulpen krank werden können, haben wir sie schon geerntet. Bei der Ernte muss der Mensch nicht mehr zur Tulpe, die Tulpe kommt zum Menschen. Dafür haben sie in elektrische Rolltische und Förderbänder investiert. Die Zukunft der Tulpenproduktion wird noch viel technischer aussehen, ist Christoph überzeugt. Beim Abpacken ist vor allem Frauenpower gefragt. Im Sommer kommen ihre Kinder zur Verstärkung. Da ist dann hier echt Halligalli. Da muss ich immer gucken, dass auch gearbeitet wird. Aber allgemein ist es nett und man kennt sich. Also und wie viel Mitarbeiter haben Sie insgesamt? Also im Durchschnitt 40 bis 50 Mitarbeiter. In der Saison dann ein bisschen mehr. Noch gibt es hier viel Handarbeit, aber schon jetzt ist der Computer im Hintergrund immer dabei. Jede einzelne Blume hat eine nachvollziehbare Geschichte, dokumentiert vom Lieferkettenmanagement Chain of Custody. Der Computer produziert unglaubliche Datenmengen. Ja, und wir versuchen dann irgendwas rauszuholen, was auch ein bisschen Sinn ergibt. Aber Sie als Landwirt sitzen vor allen Dingen auch am Rechner. Ich wollte mal einen grünen Beruf ergreifen, ja, aber inzwischen denke ich, hätte ich besser mal BWL studiert. Also da. Und wie reich wird man damit? Reich werden immer nur die Händler. Nein, also die Margen sind klein. Wir bekommen genau das gleiche Geld für die Tulpe wie vor 25 Jahren. Eine Summe im Centbereich. Die Existenzangst begleitet die Landwirte immer. Tulpen sind immer so ein bisschen wie ein Roulette. Wenn wir 10% mehr Ausfall haben, dann haben wir für nichts gearbeitet. Also das ist aber für einen deutschen Tulpenbauern schon wirklich groß, oder? Für einen deutschen Betrieb ist es groß. Aber ja, ein holländischer großer Schnitttulpenbetrieb, der macht 80, 100 Millionen Tulpen. Also wir sind da im internationalen Vergleich doch noch recht kleine Lichter. Das hier ist ihr kleines Feld, 10 Hektar. Die ersten grünen Spitzen zeigen sich Anfang März. Susanne auf dem Acker, alles nass. Der Erntezeitpunkt für die nächste Charge ungewiss. Man kann es eigentlich nie genau sagen, weil die Sonne fehlt und die Tulpe braucht eben auch ein bisschen Sonne, Licht, Wärme. Wenn es im Frühjahr losgeht, sieht es so aus. Schon Susannes Vorfahren standen hier in der Blütenpracht. Angefangen hat alles, weil ihr Uropa mal einen Fußball verschossen hat ins Gewächshaus der Nachbarn. Ja, ein Treffer gelandet, genau. Richtig. Nee, und da musste er das abarbeiten. Und da hat er so viel Spaß dabei bekommen, dass er dann gesagt hat, das macht mir Spaß, das möchte ich machen.
Christoph und Susanne kennen sich aus dem Studium. Sie kommt aus einer Tulpenbauerfamilie, vierte Generation. Er wollte eigentlich Weinbauer werden. Richtig. Aber dann hat er hier angefangen und es hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er gesagt hat, machen wir. Also das war schon eine gemeinsame Entscheidung für uns. Also das ist auch sehr wichtig, weil einer alleine könnte den Betrieb nicht wuppen. 24 Hektar Land, 1,5 Hektar unter Glas. Von hier aus wird der regionale Markt beliefert. Susanne mag's draußen. Die blühenden Felder sind ihr Favorit. Ein kurzes Vergnügen. Nach ein paar Tagen werden die Tulpen geköpft. So raubt die Blüte der Zwiebel keine Kraft und kann reifen, bevor sie im Herbst geerntet wird. Das geht besonders schonend, weil die Zwiebeln auf Netzen im Boden eingebracht werden. Sind die Tulpen gewachsen und geköpft und die Zwiebeln gereift, holen sie die Netze wieder ein. Und können Sie die Netze wiederverwerten dann? Die können auch wiederverwertet werden. Die werden dann, sage ich mal, zwei, dreimal können wir die wieder nehmen und danach können die als für Seile oder anderes benutzt werden. Für Millionen von Tochterzwiebeln geht es nach der Ernte im Herbst sofort in die Kühlung. Wir spielen den Tulpen ab September hier den Winter vor. Wir kühlen die auf 9 Grad runter. Und nur wenn wir den Winter vorspielen, dann blüht die Tulpe nachher auch. Wenn das rauskommt? Dann wollen die Tulpen, das ist so ein sicheres Zeichen. Wir wollen jetzt wachsen, wir wollen ins Warme. Die Masse an Strom für diese XXL-Produktion erzeugen sie selbst in einem ölbetriebenen Kraftwerk. Ihre neueste Anschaffung, ein Notstromaggregat. Das sind so 150, 200 kW, die wir brauchen. Aber mit dem Notstrom, mit dem Blockheizkraftwerk erzeugen wir Strom und Wärme. Das heißt, wir haben da eine Effektivität von über 90%. Die Wärme brauchen wir gleichzeitig fürs Heizen. Also es gibt kaum eine effektivere Art, um Energie zu erzeugen. Okay, und Sie brauchen den Strom vor allen Dingen für? Für Lüftung, Kühlung, ja, und für Geräte und Maschinen. Ja. Und Sie brauchen mehr Strom als Wasser? Meine Blümchen, ja, die brauchen ungefähr 4 bis 5 Schnapsgläser oder so, bis sie dann in Blüte sind. Davon gedeihen die Tulpen prächtig im Gewächshaus. Das alles hier wird es aber so nicht mehr lange geben, da ist sich Christoph ganz sicher. Die Zukunft wird industriell sein. Ist das was für Sie? Da ist nicht die Frage, ob das was für mich ist. Da ist die Frage, ob wir noch dabei bleiben wollen oder nicht. Es hat halt dann irgendwann nur noch wenig mit Landwirtschaft zu tun. In den nächsten Jahren wird hier auch ein Ernteroboter kommen. Ja, dann sind auch keine Leute mehr da. Dann wird ein Roboter kommen, der die Tulpenzwiebeln pflanzt. Den gibt es schon. So, und irgendwann sitzen da zwei Leute nur noch an ihrem Terminal und schauen. Ja, aber das ist die Zukunft. Wer sich nicht professionalisiert, macht entweder Spezialitäten in kleinem Stil oder er muss dann irgendwann weichen. Spezialisieren oder industrialisieren? Wie macht ihr es auf eurem Hof? Schreibt es in die Kommentare und lasst gerne ein Like und ein Abo da.